Okay, sind wir live? Ja. Frage an die Technik, sind wir live? Sind wir live? Ihr seid live. Das ist ja großartig. Hammer. Ja, dann begrüße ich euch alle recht herzlich wieder zurück zu einem wundervollen Spiel, was jeder mal irgendwie gespielt haben sollte, aber wahrscheinlich keiner von euch kennen wird. Gehe ich mal ganz stark davon aus. Wir spielen heute Ted. Nein, eigentlich spielen wir doch, wir spielen es ein paar Mal. Das ist, wie hieß der Titel nochmal von dem, was wir hier eigentlich machen? Die ultimative Ted, that alien dude Demonstration. Ganz genau. Weil wir haben uns gedacht hier, die Ted-Community braucht eindeutig Unterstützung, ja? Wenn ihr mal ins Leaderboard schaut auf speedrun.com zu dem Spiel Ted, da sind eindeutig zu wenig Leute mit drin. Und wir wollen euch jetzt dazu überreden, auch mit diesem wunderbaren Spiel in Speedrunning einzusteigen. Es ist halt, ja, wie soll ich sagen, es ist eine Glanzperle der Spielegeschichte, die ihr hier vor euch seht. Und auf jeden Fall. Ganz ehrlich, wenn man Bock hat auf irgendwie einen schnellen Speedrun, also Ted, das dauert echt nicht lang, von daher schauen wir einfach mal. Wolltest du jetzt einfach mal eine Demonstration schon mal machen? Genau, wir machen jetzt erstmal quasi ein so ein Testrun. Big Beginner Strat Run, genau. Würde ich einfach mal so sagen. Erstmal ganz wichtig, man spielt mit... Ich bin nicht in der Cam, egal. Man muss mich nicht sehen. Man spielt mit Controller und Tastatur, weil man kann schneller meshen. Ganz genau. Also merkt euch, wenn ihr das Spiel Speedrun wollt, schnappt euch gleich einen Controller und eine Tastatur, weil ohne seid ihr schon viel zu langsam. Also das ist Ted. Ach, ich mach gar nicht auf Speed hier. Das ist Ted. Genau. Er ist der Alien-Dude. Ja. Wir haben eine Machete. Weil ihr ja alle wisst, Aliens laufen mit Macheten rum, weil das ist die einzige wahre Waffe. Und ja, wie soll ich sagen? Wir reden jetzt hier mit dem Bär, wie heißt der? Bautrillet. Ja, ich weiß natürlich, wie die heißen. Das Schlimme ist, wir kennen die Lore gar nicht von dem Spiel. Aber das ist ja ein Speedrun, wir brauchen ja den nicht. Ja, das ist halt... Dieses Spiel ist einfach so perfekt, ihr müsst es nicht mal normal irgendwie casual durchspielen und durch die Lore durchlesen, weil das bringt euch sowieso nichts. Die Lore ist dermaßen verwirrend, also... Macht euch da keinen Stress hier, ihr seid nachher nur verwirrter, als es sein muss, so, ganz ehrlich. Die wichtigste Strat in diesem Spiel ist... Schlagen. Genau. Und das ist quasi in einem guten Rhythmus und das ist so die einzige Strat, die man machen kann. In Wirklichkeit ist Ted nämlich gar kein, weiß ich, in was für ein Genres würdest du es stecken? Adventure? Action, Adventure, Puzzle, genau. Ja. RPG mit RPG-Elementen. Also, aber in Wirklichkeit ist es ein Rhythmusspiel, ja. Das ist nämlich die Wahrheit. Ein actiongeladenes Rhythmusspiel, weil wenn ihr nicht richtig die Tasten drückt, dann schlagt ihr einfach zu langsam und seid ihr auch schon schlecht. So, dann gehe ich mal in die erste Stage rein. Ja, guck mal, Schuse ist schon wieder zu Hause, bist genau richtig hier. Und das ist Jeff Russell. Das ist unser erster Boss, gegen den wir kämpfen müssen. So, und hier kommen jetzt die Koop- oder beziehungsweise Tastatur-Gamepad-Strats rein. Nee, warte. Zeig ihnen erstmal, wie es aussehen würde, wenn du normal die Textbox wegklicken würdest mit einer Taste. Das ist die Geschwindigkeit, wenn ihr das mit einer Taste macht. Kannst dich ja eigentlich gleich auch besiegen lassen. Dann lass ich mich aber. Nee, kommt die Cutscene da nochmal? Ja, natürlich. Ja. Und jetzt zeigt euch Brötsch mal, wie es aussieht, wenn ihr mit zwei Tasten masht. Seht ihr? Ihr seid eindeutig schneller. Oh, Speedruns. Also ihr habt schon gleich das erste gelernt, was ihr wissen müsst. Ihr braucht zwei Controller oder sowas in der Art halt. Ihr müsst einfach doppelt mashen können. Was ihr auch wissen müsst, die Bosse sind viel zu stark, laufen überall randommäßig rum. Und wenn sie euch zweimal treffen, seid ihr tot. Von daher... So, jetzt versuche ich den tatsächlich mal. Ja, jetzt zeigt euch mal, wie das eigentlich richtig aussehen sollte. Das Spiel ist doch definitiv Vorreiter für Duke Nukem Forever gewesen, oder? Das kann sehr gut sein, ja. Also die Vermutung hatten wir auch schon mal angestellt, aber noch keine eindeutigen Beweise für gefunden. Also wenn ich so die technischen Referenzen und Ähnlichkeiten zwischen den beiden Spielen sehe, dann muss es definitiv eine Vorlage gewesen sein. Wie kamst du zu dieser Perle eines Spiels? Wie bist du darauf aufmerksam geworden? Also das ist eigentlich eine wunderbare Geschichte, die wir da mal erzählen können. Und zwar hatten wir bei der Retro-Elite mal Schrottwichteln gemacht mit Steam-Spielen. Da war die Voraussetzung, dass jeder sich ein Spiel für 1 Euro aussuchen sollte. Und ich war die glückliche Person, die das geschenkt bekommen hatte. Und dann war dann halt so, dass wir uns gesagt hatten, yo, jeder, der ein Spiel geschenkt bekommen hat, muss auch halt mindestens einen Run davon eben machen. Ja, wir haben gesagt, eine Stunde spielen, genau. Wir haben gesagt, eine Stunde spielen und während dem Stream hat sich dann halt ergeben mit den Leuten, die da waren, yo, das kann man doch Speedrun, das ist genau perfekt dafür gedacht. Und dann wurden natürlich Zeit und Energien reingestreckt, die perfekten Strats rauszufinden. Und jetzt sitzen wir hier, einmal der Weltrekordhalter, Brötsch hier und die Nummer 2 aktuell. Aber ich schiebe das immer noch alles aufs Glück hier, also... Das war der nächste Boss übrigens. Genau. Das war Boss Nummer 2, das ist der Doc Slothrop. Ich hoffe, ihr habt es mitbekommen, also ich habe es jetzt gerade nicht gesehen. Ich habe ihn zweimal geschlagen. Ja.
Ich gehe gerade einfach mal so relativ langsam durchs Spiel nebenbei, dann sieht man schon mal, wie das alles abgeht. Genau. So kleinere Feinheiten können wir euch dann im Verlauf noch so näher bringen, weil zum Beispiel auch das Reden mit den einzelnen Charakteren ist ein bisschen kritisch, da müsst ihr aufpassen. Im Grunde müsst ihr euch von den Charakteren ansprechen lassen und die Charaktere nicht selbst ansprechen, weil wenn ihr sie selbst ansprecht, dann sprechen die viel zu viel Unsinn und das triggert keine Events und von daher wollt ihr das lieber sein lassen. Das ist auf jeden Fall der schlimmste Boss von allen. Deswegen, ich mache jetzt komplette Safe-Strats, ich bleib einfach hier stehen und hau. Aber ist trotzdem nicht sicher. Selbst mit den Safe-Strats da oben kann es halt sein, dass es schief geht, aber jetzt war es halt ziemlich lucky. Und dann kann es auch direkt weitergehen. Also im Grundsätzlichen ist es immer so, dass ihr mit einem der Charakter redet, ein neuer Pfad wird euch dann offengelegt, dann könnt ihr da rein den Boss besiegen, kommt wieder raus, redet mit dem nächsten Charakter und das geht halt die ganze Zeit so weiter, bis ihr beim finalen Boss seid. Nope, dieses Spiel hat keinerlei Fehler und ist einfach die reine Perfektion in Spielform. Ein Spiel, das der Fehler selbst ist, kann keine Fehler haben. Ja, jetzt hält es hier ist auch nochmal quasi Safety Strats, wenn man hier sich nochmal Gemüse sammelt, um seine KP voll zu heilen. Genau. Eine extra Out-of-Bounds-Kategorie gibt es für dieses Spiel nicht, weil das ganze Spiel hat irgendwie keine Grenzen, von daher. Warum machen deine Artgenossen dir Schaden? Die wurden von dem bösen Lizard. Wir wurden wahrscheinlich kopiert. Beauftragt. Das wird, glaube ich, auch in der Lore nochmal extra erzählt, dass von uns Klone angefertigt wurden, die jetzt wahrscheinlich irgendwie für die, weiß ich nicht, arbeiten. Also im Grunde soll das irgendwie eine abstruse Comicwelt darstellen und die Charaktere sind da drin gefangen und wollen entfliehen, aber können es nicht. Ich will das hier einmal kurz wirken lassen. Hier, Wilhelminchen, du hast doch gesagt, du brauchst noch ein Spiel, was du unbedingt speedrunnen möchtest. Hier hast du deine Perle gefunden, ganz ehrlich. Das ist Ted. Dead Alien Dude. Wir warten immer noch auf Ted, Tech, Dead Alien Girl als Nachfolger, aber das dauert scheinbar noch ein bisschen. Richtig, also man könnte es fast als Open World ansehen. Ja, genau. Quatsch, natürlich willst du das, du weißt es nur noch nicht. Spätestens wenn du weißt, wie das Spiel hier geht, denkst du dir, ich muss es mir sofort kaufen. Problem ist nur, ich glaube, das Spiel kostet aktuell 5 Euro auf Steam. Also. Aber es ist ja wieder Winter Sale, vielleicht ist es, wie wir es gekauft haben, für 50 Cent erhältlich. Richtig, richtig. Da muss ich euch aber mal ganz klar was sagen. Bevor ihr jetzt die 5 Euro für Ted ausgebt, spendet die lieber für die Deutsche Kinderkrebshilfe. Ted kann nämlich noch so lange warten, bis es irgendwann mal wieder am Sale ist, weil, ja. Also auch wenn es eine Perle der Spielgeschichte ist, weiß ich nicht, ob ich dafür 5 Euro ausgeben wollte. Aber meine Güte, kann jeder machen, wie er möchte. Also wenn ihr 5 Euro für Ted ausgeben könnt, könnt ihr auch 5 Euro kurz für die Kinderkrebshilfe da lassen. Ja, das sind jetzt hier die extra Safe-Strats, weil die Bewegungen der Bosse sind total random. Das heißt, wir können jetzt hier einfach so ein bisschen außerhalb der Grenzen rumlaufen und hoffen, dass Cosmic Zarathustra in unsere Nähe kommt. Alter, ja? Du weißt den Namen. Ich kenne alle Namen von den Charakteren. Ich habe mich auch da hingesetzt, habe irgendwelche Strat-Guides zu dem Spiel geschrieben. Also, das ist das Mindeste. So, also den kannst du komplett out of bounds besiegen. Also wenn man den safe spielen will, dann ist er halt richtig easy. Und jetzt sind wir beim Endboss schon. Richtig. Und das ist der einzige Boss ohne RNG. Das ist wirklich das Mashing das Wichtige. Also das, ja, kein RNG beim Boss. Ist doch auch cool. Der heißt auch The Boss. Weil, ja. Oh mein Gott, das ist Andros. Genau, da kann ich einfach mal zeigen, was er macht. Der macht immer das gleiche Pattern. Genau. Der geht so ein M quasi immer mit so einer Kurve unten. Also am besten stellt man sich einfach hier hin. Haut hier nach rechts und dann, wenn er da kommt, nach links. Wenn man es halt noch ein bisschen optimieren möchte, kann man natürlich den Pfad halt immer entlang laufen. Also wenn er auf dem ganz rechten ist, läuft man einmal über den grünen Kristall drüber, um ihn da hinten halt auch noch zu treffen. Nur der macht halt auch unglaublich viel Schaden. So, das war einmal Ted the Alien Dude. Richtig. Das war jetzt aber viel zu lange. Ganz ehrlich, das Spiel dauert keine 7 Minuten 44. Das kriegt ihr auch locker unter 3 Minuten hin. So, und jetzt macht Zerra nochmal einen kleinen, nochmal mit Safe Strats Run und wir erklären so ein bisschen was. Ja, ich guck mal. Genau. Aber ein Safe Strats Run quasi in schnell diesmal. Oh, mal schauen. Bitte sag mir, dass das Fenster wieder da aufgeht. Ja. Ja, das geht. Das ist lustig, es geht immer an der gleichen Stelle auf. Wie ist das? Nee, das kann man jetzt als Vorteil oder auch als Nachteil sehen. Also, ach so, ich krieg meinen Schuh sogar mit. Ich dachte, wir tauschen. Nein, ich finde das cooler so, dass wir über Kabel fahren. Ah, ja. Sind denn hier eigentlich die Tastaturbelegung, also die Knopfbelegung? Du brauchst den Knopf. Ja, das ist Schlagen. Ja, und
Brauchst du andere Knöpfe? A ist reden, das ist laufen. Achso, du drückst damit, ja, dann müsste das so stimmen. Und dann kann man hiermit noch messen. Okay, dann, wo startet man? Muss ich hier... Ich mach so einfach. Dann startest du das Spiel gleichzeitig. Achso, ja, stimmt. Passt schon. Naja, ja, wirklich, wirklich. Passt schon. Ungefähr. Passt schon. Müssen das nicht so ernst nehmen. Also am Anfang einfach mit dem Bär reden. Ich bin ganz begeistert, dass das Spiel jetzt 5 Euro kostet. Ja, das Spiel kostet 5 Euro. Das können Sie nicht glauben. Textmail. Ach, du spielst so? Das ist ja interessant. Ich spiele komplett mit einer Hand an der Tastatur, mit der anderen am... Ja, hier nicht mehr, sicherheitshalber. Ja, die Sache ist halt, normalerweise habe ich das hier auf dem Controller alles liegen. Und da muss ich das nicht so komisch machen. Naja, auf jeden Fall, wie gesagt, wir lassen uns von den Charakteren anreden und bestätigen das dann mit A. Wenn wir die Charaktere selbst ansprechen würden, dann kämen wir in einen endlosen Dialog und das Event würde nicht getriggert werden. Von daher ist das ein bisschen doof. Ansonsten hier laufen die ganzen Doc Slothrops rum, das sind aber alles Fakes. Und unser eigentliches Ziel ist halt der eine, der hier oben dann ist. Das ist der einzig Richtige. Wenn man da gutes RNG hat, dann kommt er einem halt entgegengelaufen, das war nicht der Richtige. Aber der läuft immer ja, da lang, dem haut man halt einfach auf den Weg mal auf die Mütze. Wenn man, mit zwei Schlägen. Wenn man Pech hat, ja, dann läuft er halt einem einfach ins Gesicht und denkt sich so, Junge, du hast jetzt Pech gehabt. Naja, aber auf jeden Fall. Das Spiel hat übrigens eine super Speicherfunktion, und zwar keine. Richtig. Aber die funktioniert? Die nicht vorhandene Speicherfunktion funktioniert nämlich wunderbar. Das Gute aber ist, wenn man quasi stirbt und falls man aus irgendeinem Grund einen No-Reset-Run machen sollte, dann behält man sein Level, also man hat im Endeffekt mehr Damage für die Bosse und das Spiel wird einfacher, so könnte man argumentieren. Genau. Und das Schöne, was hier auch gerade im Chat noch gesagt worden ist, ihr müsst noch nicht mal selbst splitten. Wir haben sogar einen eigenen Autosplitter dafür gemacht. Also wir haben da richtig Energie reingesteckt, um euch das Speedrun-Erlebnis dieses Spiels so einfach wie möglich zu gestalten. Es gibt ja auch noch hier ziemliche Extended Strats, aber da können wir nachher vielleicht nochmal drauf eingehen bei Doc Slothrop. Ja, der nächste Boss ist auf jeden Fall das Man in Midnight Blue, ja. Der schlimmste. Er ist auf jeden Fall der Boss, der einen am schnellsten einfach umbringen kann. Man muss nach hier oben gehen, weil die Köpfe kriegen Schaden. Man kann ihn zwar von unten Damage machen, aber da ist er irgendwie unverwundbar, obwohl er Damage kriegt, das ist weird. Also man muss einen Kopf immer permanent schlagen und jeder Boss hat was, 250 jeder KP? Jeder Boss hat 125 Lebenspunkte, ja, genau. Aber die teilen sich keinen Lebenspunkte-Pool, das heißt, die haben jeweils separat die Punkteanzahl und ja, es bringt euch halt nichts, erst den einen anzugreifen und dann den anderen. Genau, im normalen Weltrekord-Attempt würdest du jetzt direkt zu dem Boss hingehen oder hoffen, dass er da ist. Aber hol dir lieber die Safety-Sachen. Safety-Sachen? Ja, hol dir die Safety. Also man kann da oben halt Leben auftanken. Wenn du einen VR versuchst, machst, holst du dir den Kram nicht, weil dann ist schon die Zeit gegessen. Außer der Dino wird halt direkt da hochkommen. Normalerweise ist er hier links in der Mitte und haut vor dir ab. Ja, das ist normalerweise. Hitboxen sind auch ein bisschen weird. Das ist halt, schön. Wenn er sich kaum bewegt, ist das halt am optimalsten. Ah, genau, das ist die, quasi die Risky Straight, aber mit voller KP ist das easy. Wo ist die Musik? Witzig, irgendwie. Der ist hat da keine Musik. Oh, das ist mir noch nicht aufgefallen. Das kommt für den Realismus. Ja, im Space hat man, hört man keinen Sound. Wow. So, und vernünftiges Meshen, dann kriegt man ihn schon beim zweiten Mal, glaube ich. Wieso? Auf der linken Seite. Das kann ich mich so schlecht drehen. Du spielst mit dem Joystick? Echt? Wow. Respekt. Wie, womit spielst du denn? Mit Tastatur. Ach so. WASD. Ach, du spielst so? Ja. Ah, jetzt verstehe ich das. Das ist wahrscheinlich sogar noch besser. Siehst du mal. Ich habe halt nicht so ein abstruses Setup daheim. Das müssen wir auch nochmal... Ja, das können wir nochmal kurz zeigen. Oder ich sag's einfach, das sieht man eh nicht so gut. Warte mal kurz hier, die wollen hier... Zwei Spieler, ein Controller. Das können wir auch gleich noch machen. Ja, können wir immer noch machen. Aber ich kann sagen, auf dem D-Pad, wenn man auf dem D-Pad spielt, links und rechts funktionieren nicht. Ja. Und oben ist unten und unten ist oben. Warum auch immer. Das halt. Wie benutzt du denn das D-Pad? Erzähl mir das mal so, Doktor. Wie soll das denn klappen? Oh ja, dann hat das wahrscheinlich gererootet oder mit irgendwelchen. Das ist das Einzige, was du machen kannst. So, und jetzt wolltest du Thiefbuggen Run machen. Was? Ja, du hast ja jetzt einiges mitbekommen, wie das geht. Jetzt kannst du mal zeigen.
So. Okay. Nimm da Platz und wir guiden dich durch das Spiel. Ja. Ich habe heimlich gepracticed. So. Jetzt also. Hast du gerade einen gescheuert bekommen vom Mikrofon? Besser als von dir wahrscheinlich. Das kommt dann nach dem Run. Ich hoffe nicht. Also WASD, sprechen oder Text meshen ist Space und A und X ist Schlagen. Also du kannst ja erstmal einfach kurz ins Spiel und einfach mal gucken, würde ich sagen. Warum ist das Enter und F8? F8 ist der Timer in dem Fall. Also ja. Du kannst einfach erstmal ein bisschen rumgehen. Okay, hier schlagen. Ah, so kann man es natürlich auch machen, dass du beides hinlegst. Geht auch, klar. So, ein Textmeshen Space und A, genau. Ich habe meistens immer nur eine Textbox, gehst du runter, mit denen du halt reden musst. Und jetzt auch wieder meshen, genau. Und jetzt musst du versuchen, relativ nah an die ranzugehen und nicht zu meshen, sondern das ist so ein Timing. Also ein Timing, gehst einfach wieder rein, genau. Da haben wir einen tollen Vergleich auf YouTube gemacht. Ja. Einmal meshen und einmal Timing. Und wie schneller der Kampf da ist. Also die ganzen Infos könnt ihr auch nochmal auf speedrun.com für Ted halt eben nachgucken. Da haben wir das alles reingepackt, findet ihr einen Guide, findet ihr Videos dazu und die ganzen Strat-Beschreibungen. Ich habe 10 HP, nice. Ja, das sieht. Den nächsten Boss schaffst du wahrscheinlich noch. Ja, jetzt kommt erstmal das Labyrinth. Es gibt ja eine schöne Strat, mit der man wieder volle Lebenspunkte hat. Und zwar indem man den Boss gleichzeitig tötet, in dem Zeitpunkt, wo man auch selbst stirbt. Das ist die einzige Möglichkeit, um sich eben zu heilen. Du musst hoch jetzt und danach links. Links. Pass auf, du musst weit über den gehen. Der hat eine Powerlocke, die man nicht sieht. Schräg runter. Oder jetzt nach links. Genau, und der muss jetzt nach oben. Und hoch, und da kommt direkt einer auf dich zu. Den gibst du zwei Schläge am besten. Und weiter hoch. Pass auf, da sind dann und jetzt, hoch. Und hier läuft einer rum, ja. Das sind nicht die beiden, die laufen normalerweise immer gleich, außer der richtige Boss interagiert mit denen. Dann gehen die, wie sie wollen. Und der andere Boss ist RNG-based und läuft irgendwo hier rum. Macht 20 Schaden, wenn er dich trifft. Braucht zwei Schläge, ne? Okay. Das ist jetzt der Practice Run, ist okay. Safety Thread wäre jetzt auch die Tomate eventuell einzusammeln. Ach, das halt ja. Alles voll. Im Weltrekord will man es nicht machen, vor allen Dingen, weil es der erste Boss ist. Aber. Ach so. Ja, man muss alles nochmal normal. Aber nochmal, also du bist jetzt schon mal Level 3, also das ist jetzt mehr KP und mehr Damage machst du jetzt. Sehr schön. War so geplant. Ja, das habe ich mir natürlich alles schon gemerkt. Vielleicht. Stimmt. Für den fünften Platz kann es schon reichen. Das ist gut, weil es 4 Runs gibt aktuell. Obwohl wir immer noch auf den von Mr. Fritz warten, der eigentlich auch hier sein sollte, aber... Mr. Fritz schuldet uns noch einen Run. Der ist auch dafür verantwortlich, dass wir das überhaupt speedrun, weil der hat mir das geschenkt gehabt damals und ja. Sehr schön. So, jetzt kommt der schwere Boss. Hier runter. Runter? Ah. Da runter und mit dem Schweinchen? Ja, mit dem Schweinchen reden. Man kann mit denen leider nicht vorträglich out of bounds gehen und man kann ja... Oh, jetzt hat er dich nein. Gefangen! Nice! Ist das ein Softlock oder geht der nochmal? Ich glaube nicht, dass er nochmal... Bewegt er sich? Versuch mal von links dran vorbeizugehen. Aber es geht auch nicht. Okay. Er hat es geschafft, sich zu softlocken. Nice. Sehr schön. Ja, nee, oh mein Gott! Ja! Alter, was geht denn? Ja. Sehr schön. Aber Hauptsache, ich kann meinen Baum nicht vorbei. So, und jetzt bei dem Boss musst du aufpassen. Erstmal gehst du nach links und jetzt wartest du, bis er da nicht steht und gehst links an ihm vorbei. Die Kugeln machen kaum Schaden, Gott sei Dank. Er macht sau viel Schaden. Ja. Ich hab da gerade alles. Links oben hin, nach oben und jetzt einfach, na, noch ein bisschen weiter an die Wand. Der schrifft dich da. Oder du hast 8 Schaden. Ja, jetzt schlägst du einfach nach unten, bis er. Na, nicht rangehen. Bloß nicht rangehen an den. Das Pattern von dem ist schrecklich. Ja, jetzt gehst du runter und schlägst einfach. Nach unten am besten, glaube ich. Naja, wenn er jetzt noch zweimal von der Kugel getroffen wird, war's das. Ja. Muss ich das wirklich noch weiterspielen? Komm, einen Run machst du noch, einmal von vorne. Und das wird ein richtig guter Run. Das spür ich. Oder machst du einfach von hier, genau. Genau, das ganze Spiel hat nämlich keine Bugs, das sind alles nur Features. Bevor ich ihn jetzt töte. Yummy! Das muss man wirklich sagen, das Einzige, was irgendwie akzeptabel in diesem Spiel ist, sind die Soundeffekte. Alles andere ist besser als akzeptabel und ist perfekt. Aber die Soundeffekte haben irgendwie sogar was. Die haben irgendeinen gewissen Charme.
Also. Wie Schuhe, was los? Nee, danke. Das muss heißen, na klar, wenn der nächste Sale kommt, ist das das erste Spiel, was ich mir kaufe und nicht nur einmal, sondern gleich dreimal, damit ich es auch an andere Leute schenken kann. Ich fand gut, weil als ich das Spiel gespielt habe, habe ich dem, Powerlocke. Als ich das Spiel gespielt habe, habe ich dem eine gute Wertung geschrieben und habe geschrieben, great speed game, und allen meinen Freunden wurde dieses Spiel empfohlen. Was natürlich nur Vorteile hatte. Und ich muss sagen, so wie ich hier gerade spiele, das ist perfekt, wenn man Sehenscheidenentzündung haben möchte. Das war der schwerste Boss meines Lebens. Also. Hat schon was. Also ich nehme den Controller halt in einer Hand immer so. Ich überleg's mir, wenn es im Sale ist, ja. Vor, also ich gebe keine 5 Euro. Weil man eh nur die 2 Tasten braucht. Das Tanuki-Spiel von gestern. Oh boy. Zero nicht. Zero vom jetzt nicht. Ja, jetzt machen jetzt nur noch einen Schaden, die Kugeln, die kannst du komplett ignorieren. Ja, und jetzt schlägst du einfach runter, bis er tot ist. Das sieht gut aus. Perfekt. Jetzt redest du mit der Blaubeerfrau. Blaubeerfrau, guter Name, die heißt wahrscheinlich sogar so. Wie viel KP hast du? Du solltest. Ja, ich sammle. Ich kann dir mehr. Ja, ich glaube, es hat schon jemand nachgeschaut und das Spiel sei nicht im Sale, wurde gesagt. Von daher, aber der Winter, noch mal ist gucken. Der Winter Sale schon? Angeblich, muss ich gerade sagen. Herbst-Sale. Also spätestens im Winter-Sale ist es auf jeden Fall im Sale, weil da hatten wir es ja auch damals gekauft gehabt. Ich vermute, der Boss ist... Na, da ist es aber irgendwie lang gegangen, der Boss, weil die Gegner haben sich komisch bewegt. Ja. Und daran kann man sehen, dass der Boss die wahrscheinlich berührt hat. Und es gibt hier quasi drei Hauptareale. Normalerweise ist er in der Mitte. Wenn man einen guten Attempt hat, dann ist er nicht da, wo du denkst, auf jeden Fall. Da ist er. Oh, das war ein schönes Timing mit den Macheten, auf jeden Fall. Oh, schön in der Ecke. Mit komisch Sonic im Pyjama reden? Sonic Sense? Keine Ahnung. Sonic Sense? Neue Schrift. I don't know. Ja, genau, mach einfach Out of Bounds und warte, bis er zu dir kommt. Die schnellere Variante von Comic Sense. Oh boy. Sehr schön. Sehr und jetzt gut. Sind wir noch beim Endboss. Ja, das sollte ja jetzt kein Problem ganz runter sein. Rechts. Und zum komischen Einhorn der Königin. Und rechts rein und dann nur nicht in die Reihen rennen. Das kriege ich noch hin. Vielleicht. So weit? Ah, so weit. Schon reingerannt. Ein Stück nach rechts? Ah, wenn Stück du nach rechts, Stück nach rechts. Bist. Nach links? Oh, ist das knapp. Jetzt bleib, was hast bleib, du denn da getroffen? Egal, schlag da weiter. Nein! Oh, am Ende auch noch. Okay, das ist versucht. Guter Versuch. Ich hab's sehr versucht. Schön. Also definitiv die 5 Euro wert. Ich finde Zero sollte mal. Zero? Was? Ja, klar. Ich muss hier doch. Nee, das kann ich auch. Na ja, komm, da kannst du dich jetzt nicht raushalten, Zero. Kannst du auch so schön, als ob du arbeitest? Ja. Verdammt. Ja, guck dir mal an, Schuso, was für eine Spielzeit ich drin hab. Ich glaube, ich hab was. Wie viele Stunden sind wir schon? Problem, wenn man resetten muss, muss man das Spiel immer komplett schließen. Das ist das Einzige, was wir vom Developer noch wollen, dass er einen Reset-Button edit. Aber wir haben Angst, dass wie dann... Wie geht das? Also, du brauchst WASD zum Bewegen, du brauchst A zum Textmeshen und X zum Schlagen. Textmeshen ist auch da, also Text A und Space. Okay. Und Schlagen in dem Rhythmus okay. X. Nicht zu schnell. Ich werde königlich versagen. Und es geht los. Oben zum Meer, schnell. Die sprechen dich an und dann einfach einen Text wegklicken. Willkommen zu dem neuen Donation Reader, während unser alter Donation Spiel. Aber wieder rein. Aber wieder rein. Ein bisschen beschäftigt ist. I hope you enjoy the ride. Aber hol dir mal schon richtig gut. Du hast sehr wenig KP jetzt, das ist ein bisschen risky. Nee, aber das Slashing war sauber. Das Slashing war sauber, ja. Gutes Timing. Zu dem Ei und dem komischen Freak. Egmund und Son. Egmund und sein Sohn. Ja, natürlich. Das ergänzt Egmund und sein Sohn. Herbity derp derp. Schräg runter. Die Musik in diesem Level ist einfach 1A. Voll. Da pumpt das Adrenalin nur. Hoch. Achtung. Oh. Das war knapp.
Never Power Locker. So, nach oben, da kommt ein Gegner. Wie gesagt, wenn du es schaffst, den Boss zu töten und gleichzeitig zu sterben, hast du wieder volle KP. Das haben wir noch nie im Run geschafft. Das haben wir aber in einem Video aufgenommen. Ja. Und den musst du zweimal treffen jetzt. Super. Es gibt noch richtig Safe Strats, die kannst du vielleicht mal machen, weil du ziemlich low bist. Und zwar, erstmal gehst du runter. Zum Schweinchen. Die Safe Strats sind zwar richtig langsam, aber solltest du jetzt machen. Und zwar, du gehst jetzt nicht direkt zum Boss, sondern gehst zum Level rechts lang. Weil das Level geht noch weiter, was wahrscheinlich keine... Ja, das haben wir ganz lange auch gar nicht gewusst, nach oben. Wir wussten ganz lange gar nicht, dass das existiert. Aber irgendwie hier ist hier eine große Wand und da ist ein Weg. Diese, was so aussieht wie eine Wand, ist ein Weg. Was? Da kannst du hoch. Ja, die ist egal, ob die dich treffen jetzt. Irgendwo ist hier KP. Da sind auch Gegner. Ja, da laufst du einfach nicht rein. Irgendwo ist hier KP, ich weiß nicht wo. Einfach, ja genau, da siehst du schon. Perfekt. Jetzt haben wir die Stage gesehen. Ja, also etwas, was ihr eigentlich normalerweise nie zu Gesicht bekommt, aber das ist Bonus-Content hier. Ich glaube, das ist der eigentliche Content. Und jetzt kommt der gefährliche Part, warten, bis er weg ist und links an ihm vorbei. Schlagen bringt hier gar nichts. Ich weiß, ich rein gar nichts. Das Lustige ist, es werden zwar Schadenszahlen angezeigt. So, einfach runterschlagen. Ignoriere die roten Kugeln, die sollten dich nicht killen. Wenn du möchtest, kannst du natürlich nach oben und unten ein bisschen ausweichen, aber... Oh, der ist aber auch gerade nicht nett. Ansonsten kannst du ja auch ein bisschen nach rechts... Ja, genau so würde auch noch klappen, ja. Oh, jetzt wird's, gefährlich. Vielleicht solltest du ihn langsam ausweichen. Ah, ja, ja. Oh, der kann nicht mehr viel haben. Puh. Ach, wird nicht angezeigt bei mir. Ach, liegt bestimmt daran. Ich habe alles irgendwie versteckt und so. So, jetzt auf jeden Fall rechts oben lang gehen, um dich zu heilen. Aber das war ziemlich knapp. Sehr cool. Ja, hier, wir wollen euch natürlich auch noch die Möglichkeit lassen, das Spiel ein bisschen selbst zu erkunden. Habe ich da gerade gehört, es sei wunderschön, dieses Spiel. Dem kann ich nur beipflichten. Auf jeden Fall. Es ist fast so schön wie das Spiel, was ich später spiele. Also, das ist jetzt schon mal ein ziemlich weit hergeholter Vergleich. Dein Spiel ist natürlich auch jetzt ist es gefährlich. Ihr müsst doch alle noch im Hinterkopf behalten, das ist jetzt hier so gesehen unsere letzte Chance für das Incentive von Live Fantabulous Game zu donaten. Einfach aus dem Grund, weil das hier nach schon gleich losgeht. Beziehungsweise, ihr könnt auch noch, wie lange können sie eigentlich während dem Spiel auch noch spenden, wenn sie es wirklich noch sehen wollen? Fast das Ganze. Fast das komplette Spiel. Gut, dann muss ich dann nochmal gucken, dass das auch möglich ist. Aber wie gesagt, wenn ihr sehen wollt, wie Zero da durchgeht, 250 Euro ist das Ziel, was erreicht werden soll. Könnt ihr gerne mithelfen, das zu erreichen. Es ist so schöner Content, den wir sonst verfassen. Und wie gesagt, das ganze Geld geht an die Stiftung der Deutschen Kinderkrebshilfe. Das heißt, ihr werft euer Geld nicht einfach weg, sondern unterstützt es für einen guten Zweck. Ja, unterstützt besser gesagt damit einen guten Zweck. Ja, egal, ihr wisst, was ich meine. Wird noch nie, dass dieser Boss jetzt gute RNG gegeben hat. Der ist immer irgendwo da oben. Perfekt. Der kann ja auch teilweise bis zum Eingang da fast runterkommen. Das wäre halt perfekt. Ja, aber so viel Glück hat man ja nicht. Cave Story plus Race. Ich habe noch nie in meinem Leben Cave Story gespielt. Da kann ich schlecht einen Race machen. Genau, geht jetzt einfach. Hier, das sollte okay sein vom KB her. Das ist sehr knapp, aber es sieht. Ah, geht doch. Allein, dass du jetzt Level 4 hast schon, sollte das besser passen. Ich hab's in Steam, echt? Jawohl. Da weißt du mehr als ich. Gab's bestimmt mal beim Humble Bundle irgendwie dabei. Ja, aber wie gesagt, Schuso, nur weil ich es im Steam habe, weiß ich noch lange nicht, dass ich es gespielt habe. So, hier auf jeden Fall nochmal heilen. Oh Gott. Nee, nee, das ist er nicht. Da oben ist er, aber. Da ist er. Siehst du? Hab ich doch nicht. Das Mashing ist schon ziemlich gut, muss man sagen. Ja. Ja, Sonic. Sonic Sands. Sonic. Irgendwann kommt der. Oh, toll. Da freut der Bube sich wieder. In geheimer Mission unterwegs. Ach so. Ich werde am Ende noch hier gesperrt. Mod schreibt unanständige Sachen im German. Nein. Okay, hat nicht so Bock der Astronaut gerade, aber der kommt irgendwann. Alles klar, Mario-Fan, mach's gut.
Der kommt schon. Irgendwann. Musst ihm nur Zeit lassen. Der braucht halt einen Moment. Guck da, er ist doch so unentschlossen. Wow. Der kommt schon noch. Also, das waren so unsere... Jawohl. Sehr gut. Das waren so unsere Day 2 Speedrun-Strats ungefähr, ja. Oder Day 1-Strats. Jetzt bitte nur nicht beim Endgegner sterben, weil... Ich renn sofort rein. Nee, einmal könntest du wahrscheinlich. Ja, jetzt... Ja, gehen wir es weiter runter, ja. Ja, das sieht gut aus. Bleib einfach... Nein! Oh mein Gott! Wow. So kann er doch machen. Sehr gut! Yay! Damit ist mir der fünfte Platz Top 10. Ja. Top 10. Das zweite Spiel, was ich geschafft habe. Vor allem Top 10 ist ja... Top 10 auf jeden Fall, ja. Ich habe gehört, wir machen einen Co-op-Run. Also hat irgendwer vorgeschlagen. Ich meine, warum nicht? Ich bleib hier sitzen. Und ich... Was machst du denn eigentlich? Wir meshen und ich hab den Rhythmus. Ich halte den Rhythmus. Ja, du... So eine Cola. Ja, da wäre ich auch voll dafür. Ja. Aber dann labern wir hier nur noch Scheiße. Also das heißt, ich muss mich eigentlich nur bewegen, oder wie? Du musst dich nur bewegen und auch meshen. Und ich muss nur... Ich hab den Cola da stehen. Also du bewegst dich. Ja. Two player, two controller. Ja, aber one game, two player, two controller, irgendwie ja. Sowas. Was? Ja, alles klar. Ich hab's davor schon gehört. Ne? Okay. Ich hab's nicht gesagt, was ich nicht sagen wollte. Okay, meshen zu zweit ist schwer. Oh, die Tomate. Nimm die Tomate mit, genau. Ja, ging doch. Weltrekord von dem Spiel, ich kann es ja nochmal sagen, ist 2 Minuten 9. Sub 2 ist aber real, wenn man mal perfekte Augen. Sub 2 ist möglich. Ich glaube, wir haben Sum of Bests auf von irgendwie 1,56, 1,57. Ja. Also Sub 2 ist möglich. Ich lege eine 50 Euro Bounty auf eine 2 Minuten 8. Ernsthaft? Warum denn nicht? Wird man wieder Zeit, das Spiel zu grinden. Will das einer? Ja. Und hier nochmal ein kleiner Reminder. Wenn ihr diese Top-Quality-Runs mögt und mehr davon sehen wollt, vergesst nicht zu spenden, damit auch in Zukunft mehr Marathons in diese Richtung entstehen. Mit noch mehr Talent. Oh ja. Auf jeden Fall mit mehr Talent. Nein, das ist easy. Oh. Wir haben noch ein KP. Ein KP haben wir. Alles gut. Du könntest doch heilen. Ja, den müssen wir jetzt machen. Also das bleibt jetzt nicht aus. Dass wir gar nicht getroffen werden, ist so unwahrscheinlich. Oh, yummy. Yummy. In einem Game. Ja, ich hab's immerhin beendet. Ja, ich war zu dumm. Oh, er ist mal wieder irgendwo anders. Da ist er. Da, gut gerade geraten. Ja, ist halt echt so. Jawohl. Haben wir genug KP, um reinzurennen? Ja, oder? Wir rennen zum Astronauten rein, oder? Ja. Risky Strats. 46 ist doch okay. Das ist nicht Menschen. Ach, sorry. Ja, das ist gefährlich. Jetzt, Du darfst natürlich nicht Menschen, wenn wir laufen wollen. Du willst laufen? Ja, Achtung, ich will weglaufen eigentlich. Na, komm, geh out of bounds. Geh out of bounds. Ja, ist doch okay. Oh. Ja, lass mir nochmal. Ja, okay. Lass rein. Sorry. Der mescht einfach. Oh, das war echt nur ein Schlag, ja. Okay. Weil ich hab dieses hochwertiges Spiel. Ja. Oh.
Oh, das war ein bisschen knapp. Laufen. So, das war schlechtes Smashing. Laufen. Naja, okay. 3 Minuten 18. Ja, ist doch super. 1A-Run. Auf jeden Fall. Jetzt machen wir ein paar Attempts, würde ich sagen. Einfach mal, damit man sieht, wie ein geiler Grind aussieht. Ja. Dann machen wir jetzt quasi abwechselnd Weltrekord-Attempts für eine Weile. Also wir machen es einfach eigentlich so lange, bis halt einer stirbt und dann wird wieder gewechselt. Genau. Weil danach macht es halt keinen Sinn mehr. Man muss dann eh resetten. Ja. Gerade wir. Soll ich dann anfangen, oder? Ja, fang du an, du sitzt da gerade so schön. Okay. Also jetzt, wie machen wir das denn jetzt mit dem Split? Soll ich? Das kann man wohl machen. Ja, okay, dann. 3, 2, 1, los. Der Jeff Wassel ist auf jeden Fall der größte Reset-Punkt, kann man so sagen. Einfach, weil es wie bei jedem Speedrun halt direkt am Anfang ist. Und man einfach raufhaut und hofft. Wie bei jedem Boss, so nach dem Motto. Vor allem ist auch schön dieser Teil jetzt hier. Ewig lange. Das ist toll, dieser Boss, wo man den langen Weg hat, ist halt direkt der zweite. Also da muss man mal durch. Bevor die Bosse kommen, die einen umbringen. Ich könnte ja immer noch versuchen, hier die Stratmar zu machen. Mal gucken, ob es klappt. Brauchst du gar nicht. Ja, 20 KP ist okay, der kann dich einmal treffen. Glaubst du? Ich meine, der nächste Boss kann dich einmal treffen. Ja, aber trotzdem. Dafür habe ich die ganzen Nummern auswendig gelernt, natürlich. Oder so. Ah, ich habe Angst. Ja, okay, das sieht nicht mehr gut aus. Ja. Aber du machst das. Du machst das natürlich. Ja, ich hab's halt. Ja, okay. Ja, gut. Also, wie macht man das hier? Immer schon. Ach so. Bin ich wohl dran? Ja. Ja, gut, hier. Soll ich dann auch sagen? Oh, Moment. Schönes. Oh Gott. Oh Gott. Maus aus dem Bild? Ja? Okay, dann. 3, 2, 1 und los. Jetzt geht's ab. Weltrekord. Sicher nicht. Wir haben uns letztens tatsächlich dich nochmal was? 3 Stunden? Ja, 3 Stunden haben wir uns hingesetzt, dieses Spiel gespielt. 3 Stunden nochmal Weltrekord-Attempts gemacht. War ein paar gute Versuche dabei. Aber dabei ist dann auch belassen. Ja, das war's schon für mich. Kannst du auch nochmal machen. Dann mach ich nochmal, okay. Das ist jetzt hier. Wo ist denn das Spiel? Ich pack's mal dahin, ey. Ich hab's kopiert. Ich hab's einfach kopiert. Man kann nicht. Es infiziert meinen Desktop. Man kann nicht häufig genug Ted auf seinem Bildschirm haben, ganz ehrlich. Also, wenn es an mir ging, ganze Bildschirm voll mit Ted. Oh boy. Jetzt hast du mir auf eine Idee gebracht, ey. Das mach ich nachher. Was machst du nachher? Oh, das war mies einfach. So nochmal? Ja, wir kopieren es nochmal. Wie war das? Also, für jeden Reset muss kopiert werden. Finde ich gut. Okay, kann ich einfach. Ja, mach einfach. Das erfordert höchste Konzentration, das Spiel. Verständlich. Ja, für jeden Reset zahlt Brötsch 10 Euro. Ich glaube, dann wird er arm. Ja. Ich glaube nicht. Ich glaube, es hackt. Ich habe gehört, Schuso. Genau, Schuso zahlt für jeden Reset einen 10er. Ich will wenigstens für eine Sub 2,30 oder sowas kriegen. 2,30. Oder Sub 2,40 wenigstens. Ja. Mach die Tomate. Er hat mich da schon hingeschoben, ja. Also nehme ich die einfach mal mit. Dann wird es wenigstens mal ein Run hier. Dann kriegst du 100 Euro von mir, Schuze, wenn du eine Sub 2 machst.
Wieso nur Schuhe oder allgemein? Allgemein. Okay, ihr habt gehört. Wenn es Sub 2 macht, krieg ich 100 Euro. Habt gehört, es gibt einen 50er und einen 100er. Dann kriegst du. Muss das wirklich mal wieder gegrindet werden? Das ist ein RNG. Und das war auch der richtige. Ja. Also das war ein gutes Pattern, jetzt habe ich Zeit gespart, sehr schön. Also ja, 50 Euro besser als mein PB und nochmal 50 Euro für Sub 2. Das Angebot steht für die nächsten 4 Monate. Oh, das wird ja nur der Zeitdruck hier. Sonst kommt nach 21 Jahren an und sagt irgendwie, hey, das hast du gesagt. So, normalerweise Safe Spread, aber nein, das ist halt ein Weltrekord-Attempt, also gehen wir hier rüber. Naja, wenn man beides schafft, kriegst du 100 Euro. Genau, 50 für beides. Ich hatte jetzt erst falsch gedacht gehabt, dass Brötchen irgendwie einmal ein 100er und einmal ein 50er raushaut, aber... Ah, jetzt habe ich nur, ich hab Ted nicht kopiert. Ist nicht so schlimm, also ich glaube, das... Machen wir das mal zweimal. Das kann ich überleben. So. Dann auch noch mal kurz hier. Achso, 3, 2, 1, los! So, wir können noch mal sagen, dass die in dem Dateienordner von dem Spiel die Exe-Datei einen ganz tollen Namen heißt. Und zwar heißt die Exe-Datei, was Ted That Alien Dude Alpha. Alpha, genau. Wir sind jetzt nicht ganz sicher, ob das wirklich die finale Version ist, die auf Steam landen sollte. Einfach wegen diesem Alpha-Beisatz. Vor allem, ihr müsst euch einfach auch mal angucken auf Steam, was da für Bilder und Sachen draufstehen. Das hat überhaupt nichts mit dem Spiel zu tun, was wir jetzt hier gerade spielen. Also da sind teilweise ganz andere Räume, die in diesem Spiel einfach nicht existieren als Preview-Bilder von Steam. Also wir sind einfach, der Manuel hat einfach die falsche Version auf Steam hochgeladen. Richtig, aber... Vor allen Dingen, er gibt an, öfters, dass die Gameplay-Zeit von 4 Stunden ist oder 8 Stunden oder was? Und wir hatten noch mal kurz Kontakt mit dem Developer aufgenommen. Genau. Von was? Jail Corporations, die nur dieses Spiel rausgebracht haben. Er wollte dann noch mal ein Update für ein Safe-Feature rausbringen. Aber jetzt haben wir ein bisschen Angst, dass das tatsächlich irgendwann macht. Aber das ist auch schon ein Jahr her. Das ist ein Jahr her, genau, wo wir ihn wir wollen nicht, gefragt hatten. Wir wollen nicht, dass er dieses perfekte Spiel einfach ruiniert mit dem Safe-Feature. Auch wenn ein Reset-Knopf halt schön wäre. Five dungeons. Each dungeon has its own boss. Bosses move along paths they based on application of catastrophe theory. Das ist zum Beispiel ein Satz von dem Ted-Beschreibung. Oh, real science. Diese fünf Dungeons finde ich halt auch cool. Diese riesen Dungeons. Man kann halt auch Glück haben und er kommt hier oben lang, aber die Wahrscheinlichkeit ist so gering. Das ist so selten oder passiert halt einfach nicht. Ach, du hast jetzt die Safety Strats gemacht, mal, ja. Vielleicht sehen wir mal wieder einen beendeten Run. Es gibt leider auch keinen offiziellen Soundtrack irgendwo runterzuladen. Schade eigentlich. Ja, so den richtigen Ted-Soundtrack, das wär's. Den sollte er einfach zusätzlich für 10 Euro anbieten. Yay. Also sehen wir hier schon mal auf jeden Fall einen beendeten Run. Außer sehr draus blöd. Blöd. Ja. The Boss. Da hieß ja auch gar keine Musik. Siehst du mal. Da bin ich immer so, da höre ich mal meinen Herzschlag. Sehr schön, eine Sub 240 schon mal. Sehr cool. Awful Games Done Quick, also bitte. Das ist ein großartiges Spiel, ja. Also das ist doch nicht... heißt der Sarkasmus. Quatsch, man muss das immer 1:1 genau so nehmen, wie es geschrieben wird, ja? Komm, ich will auch nochmal. The Tats are real. Wir machen jetzt einfach so lange, bis der Chat sagt, er hat keinen Bock mehr. Oh, dann wir auch sagen, wir haben keinen Bock mehr. Nee. Ich brauch das hier. Ja, warte. Kann ich das? Ja, mach. Wir sitzen 12 Stunden hier. Ja.
Identität. Ja, am Ende vom Spiel steht ja auch sogar, was steht da irgendwie? Coming soon in Ted 2. Genau. Es soll eigentlich einen zweiten Ted. Es gibt sogar einen extra Titel schon dafür. Da stand nicht einfach nur Ted 2, sondern Ted und dann bla bla bla. Ja. Es ist schon richtig beschrieben, wie das eigentlich heißen sollte. Ob es jemals rauskommt, wir wissen es nicht. Wir hoffen es natürlich. Wir glauben es eher nicht, aber vielleicht hat der Entwickler irgendwann mal so eine langweilige Stunde und denkt sich dann, boah, klar. Ich habe noch mal einen halben Tag Zeit. Ja, machen wir mal Ted 2. Na? Das heißt, freue ich mich nicht. Du kannst auch eigentlich von der rechten Seite, wenn du das wolltest. Nee. Gibt wie bei Super Mario. Right Side und Left Side. Na komm, den will ich jetzt haben, der ist schon fast das Gesicht. Oh, der mag mich nicht. Ah, ich habe ihn noch gekriegt und ich muss jetzt Safety Strats machen, wenn ich den Run beenden will. Safety Strats? Ja, muss ich wahrscheinlich. Ja, immerhin besser als nichts. Dann können wir auch nochmal zeigen, was am Ende da steht. Ooh, yummy. Na, die bewegen sich doch schon wieder so komisch, oder? Ist bestimmt oben. Ich glaube, was auch ganz witzig ist, im Titelbildschirm von Ted. Ich glaube, da trägt er seine Machete in der rechten Hand, aber im Spiel in der linken. Oh. Ich hoffe, dass das Ted-Franchise boomen wird. Wir warten schon, dass es irgendwelche Klamotten gibt, irgendwelche Tassen, Mützen. Wir sind bereit, alles zu kaufen, ja, damit wir das einmalige Ted-Erlebnis bieten können. Das wäre natürlich genial. So ein Ted-Plüschtier, das wäre einfach auch Wahnsinn. Das wäre Hammer. Machen wir noch. Kannst doch mal einen machen. Einen letzten Versuch machen wir noch. Außer ich sterbe beim ersten Boss. Aber sonst einen letzten Versuch und dann haben wir es. Ja, so eine Ted-gebrandete Machete, das wäre auch super. Hier einfach noch ein paar Teds rein, genau. Wenn ihr wollt, könnt ihr auch damit Ted schreiben. Sieht man das? Cool. Me. Hi. Me. Was? Ha. Ach, da steht Hi. Jetzt schon eher. Ja. Passt. Alles klar, hi. Das einzige Tragödie daran, das sind alles nur leider Kopien von Ted und Verknüpfungen. Es müssten eigentlich alles Spiele sein. Ja. Einfach so häufig Steam öffnen, so häufig Ted kaufen. So, aber das ist jetzt mein letzter Versuch, außer ich sterbe beim ersten Boss. Alles klar, dann schauen wir mal. Und go. Weltrekord. Den hast du schon. PB. Ah, oh, aber das ist sehr risky. Ich habe 15 KP, das heißt, wenn ich jetzt nicht mehr getroffen werde, kriege ich... Nee, ich kann von Man in Midnight Blue nicht mehr getroffen werden, kein einziges Mal. Ich das richtig als Mathe-Genie in meinem Kopf ausrechne. Du könntest natürlich auch die Risky Strat probieren. Ja, nein. Weil ich weiß, mir ist das noch nie passiert, also nein. So, ich hoffe aber, irgendwer findet sich... Wie gesagt, wir haben Autosplitter, wir haben alles, was wir brauchen. Richtig. Wir haben eine super hilfreiche Community. Wir haben noch keinen eigenen Community-Discord, aber mal gucken. Ja, das wird kein langer Run wahrscheinlich. Weil 9 KP, der hat mich fast umgebracht. Das wäre gut gewesen. Eventuell. Ja, aber ich gehe jetzt nicht die Safe-Strat machen. Nicht, alles da hochrennen. Risiko. Soll ich noch mal das Level zeigen, oder was? Ja. Wie lange hatten wir eigentlich, bis wie viel Uhr gedacht? Ach komm, ich will den Run beenden. Ja, was soll's? Weil der trifft mich eh einmal. Ich hab da noch ganze 7 Minuten. Ey, dann passt das ja. Mal, ist doch super. Voller Spaß. Haben mich die Kugeln gerade einfach nicht getroffen. Spaß, Spaß, Spaß. Aber wir sind overestimated sogar dann schon. Was, warum overestimated? Nein. Ach so. Ah, das war. Nee, das war ja 1:10 geplant. Ja, sogar. Aber das Setup hat vielleicht. Das Setup hat ein bisschen länger gedauert.
Ist halt auch Ted, das ist einfach so ein Luxusspiel, da musst du ein bisschen mehr Zeit rein investieren. Es hat ja auch nicht ganz geklappt vom Setup, wie wir wollten. Wir wollten ja eigentlich noch Races machen. Ja, leider. Das wäre natürlich cool gewesen. Aber hey, ist schon cool genug, das Spiel allein so. Oh, er ist natürlich wieder nicht da. Hm? Lass mich raten, er ist unten. Bestimmt. Meistens geht er ja dann unten hin. Außer wenn du nach unten gehst, dann habe ich das Gefühl, er geht. Ist hier auch ein Durchgang? Nein, da ist er nicht. Hätte er sein können. Na, wo ist der Lizard Wizard? Aus der Lizard City. Da ist er, da siehst du unten. Da ist er, der Lizard. Uff. Naja, wird kein toller Run, aber wird ein. Ich beende ihn. Mir ist natürlich noch die Frage, was macht Cosmic Zarathustra? Warum hat er so einen Majin Buu? Oh, das ist ein Sternzeichen. Okay. Ach, Skorpion oder so, ne? Na gut, das war's für Ted. Ted! Ja. Also wir können euch alle nur noch mal ans Herz legen, wenn ihr einer 1A wunderbaren Speedrun-Community angehören wollt, die so ein komisches Spiel da spielt, dann greift zu, sobald es im Sale ist. Wir haben viele aktive Mitglieder und ja, würden wir sagen, wir gehen jetzt wahrscheinlich nochmal in die Setup-Phase und dann kommt ein anderes tolles Spiel. Genau. Wo ihr immer noch fürs Incentive spenden könnt, wenn ihr das möchtet. Das muss ja bitte heißen, nicht nein, danke. Ted Discord. Und den tragen wir dann auch auf speedrun.com ein. Oh ja, also, bitte. Also spätestens, mal gucken. Wir gucken mal. Ihr kriegt euren Discord noch. Genau, da wird dann festgehalten mit der Prämie mit Sub 2. Und natürlich mit Sub 2.8. Nee, nach Kanada haben wir es leider nicht mehr geschafft. Wir haben es bis 6 Tage vor Kanada geschafft, aber das war es dann halt auch. War aber trotzdem lustig. Toll. Nicht toll, das heißt Ted. Ted, toll. Das ist ja richtig Ted, der Tag Ted, heute. Ted. Ein richtiger Ted-Tag. Oh Mann. Und wie war dein Tag so tetastisch? Mach uns weg. Alles Ach, wir waren noch da. Ja,